Moin meine Ladies und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, heute zu einem neuen Star Stable Spoiler. Genau, es gibt den neuen Februar-Vlog von Star Stable und ich denke, ich werde auch in Zukunft wahrscheinlich häufig diese Vlogs kommentieren, dazu Spoiler machen und so weiter. Dazu wird es wahrscheinlich dann in Zukunft eben mehr geben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob euch das gefallen würde. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Es gibt sehr viel eigentlich, was neu wieder ist. Sehr viele Dinge, die uns alle eigentlich sehr interessieren. Unter anderem zu den Story-Quests, zur Hauptquest und zum Update des Spielercharakters, aber auch zu einem Update der Game-Server. Ich werde euch jetzt nicht alles vorlesen. Ich glaube, darauf habt auch ihr keine Lust. Sondern wir scrollen schon mal ein Stückchen weiter runter zu der wichtigen Stelle zum Thema Story. Also, hier haben wir den Abschnitt, der eigentlich am wichtigsten ist von diesem Teil des Blogs zum Thema Story. Und ich werde jetzt einfach mal vorlesen. Ich denke mal, das ist am anschaulichsten. Ich freue mich, berichten zu können, dass die neueste Quest auf der Suche nach Anne eine größere Konsistenz und Verfügbarkeit neuer Quests einleitet und nur ein Teil vieler anderer Initiativen ist, die im gesamten Studio stattfinden. Ich möchte nicht spoilern, aber ich kann verraten, dass dies nur der Anfang ist, um den Spielern und der Geschichte der Soul Rider neuen Schwung zu verleihen. Die Charaktere erneuern ihre Bestimmung, alte Feinde tauchen auf, neue Bedrohungen und Herausforderungen zeichnen sich am Horizont ab. Mit jeder weiteren Quest werden unsere Teams nur noch stärker werden und mehr der Inhalte liefern, die wir uns alle wünschen, als Spieler und als Entwickler. Ja, ich finde, das ist eigentlich hier ein Spoiler, aber das klingt sehr cool. Also, Charaktere erneuern ihre Bestimmung, klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Alte Feinde tauchen auf. Ich denke mal, da könnte es sich um Sarkor natürlich handeln. GED. Da denken wir natürlich alle als allererstes dran. Aber ich denke tatsächlich, da könnte auch sich um einen Feind handeln, der aus einer Vergangenheit kommt, die wir vielleicht gar nicht kennen oder so. Neue Bedrohungen und Herausforderungen. Es wird wahrscheinlich alles so was Zusammenhängendes sein. Wir haben ja gesehen mit Anne, da ging es um so eine dunkle, mysteriöse Kraft und so. Und ich denke mal, das ist damit gemeint. Und ja, so wie es klingt, werden wir demnächst mehr wieder von den Hauptquests hören, sehen und auch welche mit richtig Content drin. Und das würde mich echt sehr freuen, weil ich liebe es zu questen. Ich finde eigentlich, questen ist sowas, was es so halt auch ausmacht. Nicht nur dieses Leveln und quasi Geld verdienen, um shoppen zu können. Das ist gerade mein Alltag in SSO, sondern eben auch viel questen. Also ich denke mal, wir können uns alle daran erinnern oder viele von euch sind ja auch noch in diesem Mut quasi, dass man noch viele Quests hat und noch viel questen kann. Und das ist eigentlich eine Zeit, die war voll cool, finde ich, weil man hat halt jeden Tag was Neues und so. Jetzt ist es schon so ein Alltag geworden. Und ja, ich denke mal, da können wir alle sehr gespannt sein. Dann gibt es eine große Serverumstellung. Ich werde euch das technisch nicht ganz genau erklären, aber ich kann euch ein bisschen was zur Wirkung erklären. Eigentlich ist es ein bisschen peinlich, dass ich keine Ahnung von diesem IT-Quatsch habe, weil mein Pa Vater ist IT-Manager, aber kein Kommentar. Ich bin sehr unbegabt in sowas. Ja.
Und zwar werden die dort was austauschen. Bei den Servern mit der Hardware und so weiter. Und das wird dazu führen, hoffentlich, dass es zum Beispiel, so wie ich das verstanden habe, weniger leckt, dass wir eben noch bessere, zum Beispiel von der Grafik her oder so, neue Gameplay-Funktionen, wie hier geschrieben wird, reinkommen können, die das Spielerlebnis dann aber eben nicht beeinträchtigen. Also, dass man, ich denke mal, damit ist schon gemeint, dass man zum Beispiel bessere Grafik machen kann oder so. Und ja, dann genau. Eben noch ein anderer Punkt ist, dass die Spielmechanik irgendwie vom Serverprozess entkoppelt wird und in so Dinger aufgeteilt wird. Nennen sich Microservices. Und das wird dann wieder eine geringere Auslastung bedeuten, wie beim vorherigen Punkt. Und wir haben eben dann wieder eine bessere Spielerfahrung und es können eben mehr Funktionen eingefügt werden. Also es wird demnächst auch noch mehr behandelt, das Thema. Jetzt kommen wir zum für mich eigentlich spannendsten Thema, und zwar das Update des Spielercharakters. Hier wird nämlich geschrieben, dass es gar nicht so leicht ist, das gut auszulichten, weil eben, ich denke mal, wir kennen das ja alle so am Tag, auch in SO ist halt ein ganz anderes Licht natürlich als in der Nacht. Und da schreiben sie halt auch, dass man eben gucken muss, dass die Hauttöne am Tag nicht zu glänzend und in der Nacht eben nicht zu dunkel aussehen. Und es ist eben auch schwierig, weil die müssen halt die Animationen so anpassen, dass es eben natürlich gut aussieht. Und du musst halt für jede Körperform das hier animieren, weil es kommen jetzt viele verschiedene Körperformen. Und da musst du es sonst halt eigentlich für jedes animieren. Und dort verwenden sie jetzt eine Technik, indem sie quasi ein Grundkonstrukt animieren und dann quasi Schichten drauf machen. Finde ich sehr interessant eigentlich. Und mit der Kleidung, das haben wir uns ja alle schon gedacht, das wird schwierig. Einfach weil ist ja Kleidung, die wurde für einen anderen Typen Charakter hergestellt quasi. Und die muss natürlich dann auch passen und so. Und da arbeiten die halt gerade noch. Sie schreiben aber, dass vielleicht sogar unmöglich ist, eine Lösung zu finden, die für alle Kleidungsstücke geeignet ist. Also werden auch weitere Möglichkeiten überprüft. Aber ich denke mal, es ist eben auch eine schwierige Sache, weil die Kleidungsstücke haben ganz unterschiedliche Grafiken. Diese neuen Poloshirts bei Marley zum Beispiel, die sehen mega realistisch aus. Aber es gibt eben auch diese alten Kleidungsstücke, die sehen aus, als wären sie aus Knete oder aus so einem Papier. So, das sieht halt überhaupt nicht richtig realistisch aus. Und ja, gucken wir uns jetzt mal das an, worum es gerade hier eigentlich gerade die ganze Zeit geht, wovon wir gerade sprechen die ganze Zeit. Und zwar sind das schon mal so ein paar Entwürfe wieder. Hier einmal in 3D, hier einmal in 2D. Und ich finde, das sieht schon sehr interessant aus. Man sieht eben hier, wie unterschiedlich das auch eben einfach alles ist. Und ich würde mal sagen, das ist eher so ein sportlicherer Typ zum Beispiel. Aber eben der Schlange, das ist zum Beispiel eben eher so ein etwas molligerer Typ. Und hier haben wir jemanden, der ja etwas schlanker wieder ist. Aber von der Körperform dann trotzdem wieder ganz anders als dieser andere schlanke Typ. Genau. Ich finde, das sieht schon interessant aus. Also recht realistisch eigentlich auch wirklich. Ich finde, wenn das wirklich SSO so gelingt, ins Spiel zu bringen, Hut ab. Also das sieht wirklich schon sehr realistisch aus. Und wir können ja dann mal hier etwas runtergehen. Und wir sehen hier ein kleines Zeichen. Dazu haben sie jetzt nichts explizit geschrieben.
Aber ich finde, das sieht aus, als könnten wir Shaddies bekommen. Also ich finde das ja mega nice. So, auch wenn man die vielleicht so als Handpferd nehmen könnte, finde ich das ja mega. Auf jeden Fall ist dieses Chatty sehr süß, muss man ja sagen. Kann natürlich auch sein, dass es nichts zu bedeuten hat, aber wäre auf jeden Fall cool. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal und aktiviert dann auch gerne die Glocke, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Vergisst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie ihr meine Idee findet, eben öfter mal so einen Kommentar zu diesem Blog, zu dem monatlichen Star Stable Neuerung Blog zu machen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!